und berichte als Korrespondentin in Berlin hauptsächlich über Energiepolitik und auch über erneuerbare Energien. Ich hoffe, das wird für Sie ein interessanter Abend. Ich will auch gleich noch sagen, dass wir am Ende das Publikum auch gerne mit in das Gespräch einbeziehen wollen. Sie können Anmerkungen, Fragen und anderes bringen. Und jedenfalls hoffen wir, dass es hier recht munter zugeht. Wir sind ja an einem doch sehr symbolträchtigen Ort. Die Zeche Zollverein war etwa 140 Jahre lang in Betrieb und steht sozusagen für die alte Energiewirtschaft, die Steinkohle, die nun 2018 ja komplett auslaufen wird in Deutschland. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir gerade an diesem Ort über die Energiewende sprechen. Und ich wollte noch kurz ein paar Worte zu Herrn Müller sagen, der lange Jahre tätig war für die FEBA, angefangen hat er bei RWE vor gut 40 Jahren und ist jetzt Vorstandsvorsitzender der RAG, also Stiftung, die eine Hauptaufgabe darin hat, diesen sozialverträglichen Ausstieg aus der Steinkohle abzuwickeln. Herr Müller ist parteilos, kann man dazu sagen, war aber eben in einer rot-grünen Koalition Bundeswirtschaftsminister und kann sicher aus dem Vollen schöpfen, wenn wir hier bestimmte Punkte ansprechen. Herr Trittin ist sicher vielen von Ihnen hier auch gut bekannt, seit 1980 bei den Grünen, also schon sehr lange, seit 1998 im Bundestag, mehrere Jahre lang Vorstandssprecher der Grünen und war eben Umweltminister in der rot-grünen Koalition auch von 1998 an. Und jetzt widmet er sich auch etwas anderen Themen als nur der Energie. Wer also sowas auch ansprechen möchte, nämlich Außenpolitik und Ähnliches, ist dazu auch aufgefordert. Ja, Herr Müller, Sie haben mir gesagt, Sie sind eigentlich erstaunt, dass die Energieversorgung bei uns noch so gut funktioniert, weil wir haben ja inzwischen einen Anteil von 23% erneuerbaren Energien an der Stromversorgung. Warum erstaunt Sie das, dass es noch funktioniert? Es erstaunt mich insofern, als dass die Stromverteilung in Deutschland immer noch insgesamt funktioniert. Also die Problemzonen werden größer. Und da ich nicht sehe, dass wir einen Netzausbau verwirklichen, der dem Fortschritt der Nutzung regenerativer Energien entspricht, sehe ich also hier durchaus ein Problem auf die Nation zukommen. Das ist so ein Punkt. Der andere Punkt, es ist ein bisschen kritisch zu sehen, wenn gelegentlich die Großhandelspreise schon negativ sind, man also zuzahlen muss, um deutschen Strom zu verkaufen, dadurch der Strompreis für die Verbraucher immer größer wird und so das System insgesamt eigentlich auf eine Implosion zusteuert. Aber das wird vor der Wahl wahrscheinlich nicht mehr geschehen und nach der Wahl wird dann Herr Trittin das wieder richten, wie wir das früher gemacht haben. Ne? Ja, Herr Trittin, wie wollen Sie denn das abwenden? Dieses Katastrophenszenario, was Herr Müller befürchtet. Darf ich eine Bemerkung vorweg machen? Ich will mich bei Werner Müller ausdrücklich bedanken, dass er unserer Einladung hierher gefolgt ist, hier zu diskutieren. Manchmal geht das ja so, dass man nicht alles unter Kontrolle hat. Ich hätte nicht zugelassen, dass da Streitgespräch drüber steht, wenn ich es vorher gesehen hätte. Wir werden uns streiten, wie wir uns immer gestritten haben, aber wenn wir uns hier treffen, hat das auch damit zu tun, dass man mit Werner Müller und mir diejenigen
in der Verantwortung hat, die für die Veränderung in der Energielandschaft Deutschlands, glaube ich, einen erheblichen Beitrag geleistet haben. Werner Müller war schon für einen Konsens über den Ausstieg aus der Atomenergie. Da waren wir noch Opposition, teilweise im Bundestag Westgrün außerparlamentarische Opposition, nämlich bei dem ersten Versuch für einen solchen Konsens in Niedersachsen damals zu machen. Wir haben gemeinsam diesen Ausstieg dann mit der Energiewirtschaft verhandelt und zu einem Abschluss gebracht, etwas, woran sich manche, die damals unterschrieben haben, anders als wir beide, danach nicht mehr erinnern wollten. Und es fiel auch in die Zeit, natürlich haben wir uns auch darüber gestritten, aber am Ende der Einstieg in das Erneuerbare Energiengesetz. Das heißt, die beiden Grundlagen, über die wir hier reden, die sind sehr stark in dieser Zeit miteinander gelegt worden. Und ich finde, darauf auch gemeinsam einen Rückblick zu werken vor dem Hintergrund dessen, wie sich das entwickelt hat, das war so ein bisschen die Idee dieses Abends an diesem schönen Ort, den ich zuletzt auf einer Fahrradtour durchs Ruhrgebiet erkundet hatte. So viel als Vorbemerkung. Ich glaube, dass wir bei der Frage Netzausbau ein Problem haben, was in seiner ganzen Dimension noch gar nicht gesehen wird. Es wird gar nicht, glaube ich, zwischen uns nicht kontrovers, dass man 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer zusätzliche Leitung in Übertragungsnetzen braucht. Das ist so. Das ist übrigens vergleichsweise wenig zu der Zeit, als wir in die Atomenergie eingestiegen sind. Da haben wir sehr viel mehr Leitung bauen müssen. Aber mir ist das aufgefallen, als ich in meinem Wahlkreis neulich die Stadtwerke Duderstadt besucht habe. Die Stadtwerke Duderstadt, die Stadt Duderstadt, die wird demnächst zu 100% und mehr erneuerbar sein. Da sind 3 Biogasanlagen drumherum, da kommt jetzt ein 2. Windpark dazu. Das heißt, die produzieren auf ihrem Gebiet, ihrem Versorgungsgebiet, mehr erneuerbaren Strom, als die ganze Stadt verbraucht. Jedenfalls gibt es viele Stunden und Tage im Jahr, wo das so ist. Und die haben ein Riesenproblem der Abführung dieses in das Mittellastnetz rein zu ihren. Und wir diskutieren ja immer nur die großen Stromtrassen, Wale-Meckler und diesen Widerstand, Finanzierungsschwierigkeiten und ähnliches. Aber dass die Masse des Ausbaus in den Mittel- und in den teilweisen Ortsnetzen liegt, das hat sich überhaupt noch niemand richtig klar gemacht. Und dass wir da einen erheblichen Investitions- und Erneuerungsbedarf haben. Und die Frage, ob diejenigen, die die Netze betreiben, dazu überhaupt in der Lage sind, das ist eines der Dinge, von denen ich glaube, wir, wenn wir das fortschreiben wollen, tatsächlich uns Gedanken machen müssen. Sie wissen, wir... Das heißt, Sie wollen man spricht da ja von der sogenannten Anreizregulierung, wo eben entsprechende Verzinsung dann auch mit berücksichtigt wird für das eingesetzte Kapital. Sie wollen da schon die gesetzlichen Grundlagen verbessern für die Investitionen. Ich glaube, dass wir das tun müssen. Ich glaube, dass wir insgesamt dahin kommen müssen, die Netze stärker in öffentliche Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, dass wir in der Frage der Übertragungsnetze eine Bundesnetzgesellschaft brauchen, an der sich durchaus Private beteiligen sollen. Ich bin da nicht für Staat vor Privat, aber ich glaube, dass wir anders diese Investitionsanforderungen nicht erfüllen werden können. Sehen Sie das auch so, Herr Müller? Ja, es bleibt mir ja leider nichts anderes übrig, weil grundsätzlich bin ich ja schon für Privatwirtschaft und mal durchaus kapitalistische Methoden der Geldvermehrung. Nur, wenn ich jetzt mal die Geschichte insbesondere des deutschen Hochvoltnetzes nehme, das war ja mal so das Verdienstrückgrat von früher Weber und RWE und Bayernwerk und wie sie alle hießen, dann haben sie jahrelang nichts mehr investiert, nachdem eine Regulierungsbehörde kam und man nicht wusste, ob das investierte Geld überhaupt verzinst zurückfließt. Und nachdem sie jahrelang nichts mehr investiert haben, haben sie diese Hochvoltnetze für symbolische Preise, weiß ich, RWE-Netz oder E.ON-Netz, so für 1 Milliarde veräußert. Der das gekauft hat, hat das dann ein Jahr besessen und schreibt dann einen öffentlichen Brief. Eigentlich müsste man für viel Geld investieren, aber das Geld hätte er nicht.
Ja, und das wird dann so politisch zur Kenntnis genommen und es geschieht nichts. Ich meine, ich hätte so einen sofort irgendwie enteignet. Hätten Sie? Ja, warum? Wenn er die Aufgabe übernimmt, ein Hochvoltnetz zu kaufen und es bedarfsgerecht auszubauen, dann erwarte ich von dem, dass er das macht. Und nicht einen Brief an die Bundesregierung schreibt, eigentlich müsste er, hätte aber kein Geld. So, und das sind so Dinge, die reißen hier im System ein, da schüttelt man ein bisschen den Kopf, weil das hat mit privatwirtschaftlicher Verantwortung nichts zu tun. Die Kehrseite dessen, dass es mit privatwirtschaftlicher Verantwortung nichts zu tun hat, ist, da muss es die öffentliche Hand machen, weil gemacht werden muss es ja. Und da hat man aus meiner Sicht vielleicht Zeitpunkte versäumt. Man hätte durchaus zu gewissen Zeitpunkten eine öffentliche Netzgesellschaft bilden können, weil ja mehr oder weniger alle, außer EnBW jedenfalls, ihr Hochspannungsnetz ziemlich zeitgleich veräußert haben. Und die sind auch schon nicht mehr richtig privat. Ja, EnBW war nie richtig privat. Aber da kommen dann doch immer so schöne Einwände wie, ja, das sei Enteignung und da müssen dann Entschädigungszahlungen vom Staat kommen, wenn man... Nein, wieso Enteignung? Also die öffentliche Hand hätte zum Beispiel das Netz, von dem ich gerade sprach, auch für 1 Milliarde nehmen können. Das waren ja relative Billigpreise. Das Grundproblem liegt mehr darin, dass keiner sagen kann, was eine Regulierungsbehörde nachher an Verzinsung zulässt. Nicht? Und deswegen ist eine Investition in diese Dinge sehr zweifelhaft geworden. Also ich glaube, Herr Trittin wird nicht widersprechen, dass wir durchaus zur Sicherstellung der Versorgung in den nächsten 10, 20 Jahren auch konventionelle Kraftwerke brauchen. Und jetzt ist eines der modernsten Gaskraftwerke mit einem Wirkungsgrad von über 60%, sagen wir mal, fertiggestellt worden. Das läuft nicht. So, und das läuft nur deshalb noch, weil dafür Subventionen bezahlt werden, dass das in Bereitschaft gehalten wird. Das sind alles irgendwie Zustände, da kann ich nur sagen, das ist ungesund. Und wenn ich die Äußerungen der jetzigen Bundesregierung richtig verstehe, erkennt man ja, dass es ungesund ist, weil egal, ob nun die Bundeskanzlerin oder der Umweltminister, alle sagen, nach der Wende muss dieses Thema nun dringend angefasst werden. Nach der Bundestagswahl? Nach der Wende? Das war eine freudsche Fehlleistung. Zu dem Punkt Kraftwerke kommen wir vielleicht gleich nochmal. Trotzdem, ich möchte nochmal bei den Verteilnetzen bleiben, Herr Trittin, weil im grünen Programm steht ja auch, also Sie sind für Rekommunalisierung und das ist ja auch eine Tendenz, die wir überall beobachten. Woher sollen denn Stadtwerke, woher sollen Kommunen denn das Geld nehmen, um in die Verteilnetze zu investieren? Das ist ja ein Teil des Problems, übrigens. Das will ich in dieser Deutlichkeit sagen, ein Teil selbstgemachten Problems. Wir haben, ja, ich kann Ihnen das aus dem Gebiet, das heißt jetzt E.ON Mitte, früher waren dieses die Stadtwerke Göttingen, die Stadtwerke Kassel und Ähnlichem, die weite dann sich fusioniert hatten in der EAM und diese dann zu, ich glaube, 49% oder 51%, weiß ich nicht mehr genau, in diesem Bereich an E.ON verkauft haben. Und jetzt in die Situation, E.ON will es loswerden, hat aber die letzte Zeit, das ist ähnlich wie bei den Übertragungsnetzen, relativ wenig dran gemacht. Es gibt einen erheblichen Investitionsbedarf, quer zu allen Parteien. Das ist nicht mal meine Streitfrage bei uns in Südniedersachsen und Nordhessen. Gibt es eine Bereitschaft, dieses zu übernehmen? Aber es gibt natürlich in einer Situation überschuldeter Gemeinden und überschuldeter Kommunen ein erhebliches Problem, dieses zu finanzieren. Deswegen habe ich vorhin diesen Satz gesagt, ich möchte, dass solche Netze auch offen sind für private Anleger. Es gibt Anleger, die mit den bisher regulierten Renditen gut leben können. Versicherungen beispielsweise, die sich aber zum Teil, weil sie Aktienpaket an Stromerzeugern halten, nicht daran beteiligen dürften, weil es gibt ja die Trennung von Netz und Betrieb an der Stelle. Das heißt, private Anleger auch für die kommunalen Netze? Ich würde auch in der Frage in diesem Bereich gucken, ob stille Teilhaber und Ähnliche sich daran beteiligen wollen, weil sie nicht alles in dieser Größenordnung einfach, das wäre ja dann sonst die Folge, auf den Stromkunden umlegen können. Dürften das zum Beispiel die Sparkassen?
Nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz bin ich zweifelhaft, ob Sparkassen sich an so etwas beteiligen dürfen. Ja, jetzt haben Sie schon, Herr Müller, angesprochen, die Frage der Reservekapazitäten. Die Netzbetreiber klagen ja darüber, dass immer mehr Eingriffe ins Netz nötig sind, weil eben Sonnen- und Windenergie fluktuierend eingespeist werden. Jetzt im Moment haben wir ja gerade wieder sehr, sehr viel Sonne. Und das führt dann dazu, dass wir, wie Sie auch sagten, viel Strom teilweise über die Grenzen geben und damit den Strom im Ausland auch was billiger machen, in den Niederlanden oder in Frankreich. Wie kann denn dieses Problem gelöst werden, dass wir einerseits, wenn wir ja noch mehr Erneuerbare wollen, also die Grünen sagen 100% beim Strom, schon 2030. Wie soll das bewerkstelligt werden, rein technisch? Ich glaube, wir müssen, wenn wir die jetzige Situation sehen, so ist sie nach meiner Auffassung von zwei Dingen geprägt, nämlich wir haben eine mittlerweile dominierende Kraft, also wir haben ja bisher immer gedacht, wir integrieren die Erneuerbaren in einen im Wesentlichen nach unserer Vorstellung fossil dominierten, früher fossil nuklear dominierten Markt rein. Das war die Grundidee, macht die immer billiger über die Degression bei der Kosteneinspeisung und irgendwann sind die dann auf Augenhöhe mit den anderen und dann läuft es. Jetzt erleben wir eine Entwicklung, dass die Erneuerbaren heute diesen Strommarkt und übrigens den Strompreis dominieren und bestimmen. Wir haben den niedrigsten Strompreis an der Börse seit 3 Jahren. Wir haben eine Entwicklung in diesem Bereich, dass es Unterschiede, die es bisher gegeben hat, über den Tagesverlauf von Nachfrage und Angebot und damit von Preisen, dass diese Unterschiede egalisiert werden tendenziell. Was macht übrigens die ganze Idee, Speichermedien, sei es Pumpspeicherkraftwerke, sei es Batteriespeicher, sei es ähnliche andere Speichertechnologien zu bringen, immer fragwürdiger, weil die lebten immer vom Unterschied in der Preisspanne. Die Sonnenspitze, die über die Photovoltaik kommt, hat diesen Preisunterschied weitgehend egalisiert. Und deswegen glaube ich, dass wir den Strommarkt, das ist nicht der Energiemarkt, das ist der Strommarkt, ein Stück anders denken müssen. Wir müssen uns eigentlich an die Vorstellung gewöhnen, wir haben eine volatile, also eine bewegliche Grundlast im Netz, der sich mehr oder weniger gezwungenermaßen die anderen zurzeit unterordnet. Parallel dazu erleben wir einen Prozess, wir haben ja nicht nur neue Rekorde bei der Produktion von erneuerbarem Strom, wir haben ja auch noch zusätzlich einen Plus von Kohlestrom im Netz, der verschiedene Ursachen hat, gesunkene Kohlepreise, abgeschriebene Kraftwerke, geringe CO2-Zertifikate, mit dem Ergebnis, dass das, was wir langfristig brauchen, und da hat Werner Müller wieder recht, dass wir fossile Kraftwerke in dem Regelausgleich für den Ausgleich benötigen, dass genau diejenigen, die dafür besonders geeignet sind, zurzeit in dieser Doppelbewegung aus von den Erneuerbaren und den gewachsenen Kohle aus dem Markt gedrängt werden. Ich bin mal sehr dafür beschimpft worden, als ich mit dem Emissionshandel anfing, wo man immer gesagt hat, der Trittin will nur noch Gaskraftwerke. Ja, ich will nicht nur noch Gaskraftwerke, aber wir werden solche Technologien, ich habe noch gar nichts über das Gas gesagt, was da drin verbrannt wird, werden wir brauchen und wir müssen eine Marktsituation herstellen, wo aus dieser Doppelbewegung nicht die vom Markt gedrängt werden, die wir in der Zukunft bei einem noch höheren Anteil Erneuerbaren zur Sicherung der Versorgungssicherheit dringend brauchen werden. Und das ist das Dilemma, an dem wir uns zurzeit befinden. Also gerade wenn ich mal noch eine Anmerkung machen darf, zu welchen komischen Zuständen es in den letzten Jahren gekommen ist, kann man daran erkennen, dass wir also zu gewissen Zeiten den Strom in Deutschland nicht mehr loswerden, ihn dann phasenweise, ich sage ausdrücklich sogar zu negativen Preisen ins Ausland schieben, weil er ja weg muss. Im Ausland, ich denke beispielsweise an die Schweiz, alle, wenn Sie so wollen, regenerativen Wasserkraftprojekte, die mal so in der Planung waren, storniert worden sind,
weil sie gegen diese zwangsweisen Dumpingpreise, mit denen Deutschland hier das europäische Nachbarland überflutet, einfach nicht mehr mithalten können. Und ich frage mich, welchen Sinn macht es, dass der deutsche Staatsbürger inzwischen 25 Milliarden EEG-Umlage bezahlt, damit in der Schweiz zum Beispiel keinerlei regenerative Energie mehr zusätzlich genutzt wird. So, und ich sehe nicht, wie sich das irgendwie ändert. Mir hat mal ein guter Freund, das ist der Stefan Kohler von der Energieagentur, gesagt, das Jahr 2020 würde durch die Zahl 50 Milliarden gekennzeichnet werden. Nämlich im Jahre 2020 müssten 50 Milliarden Kilowattstunden zwangsweise ins Ausland verkauft werden. Und die EEG-Umlage beträgt dann ungefähr 50 Milliarden Euro. Ja. So, und alleine, sagen wir mal, dieser Widersinn, dass für im Strommarkt an sich der Strom nichts mehr kostet, aber je weniger er dort kostet, umso mehr muss der Bundesbürger bezahlen. Das System ist dermaßen uneinsichtig, dass es irgendwann auch auf riesige Akzeptanzprobleme stößt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Es gibt ja einen Zusammenhang, Sie haben den Emissionshandel angesprochen, auch zwischen diesen Preisen an der Strombörse, diesen niedrigen und den niedrigen CO2-Preisen, sagen Wissenschaftler. Also wenn Braunkohlekraftwerke beispielsweise mehr Emissionszertifikate kaufen müssten, dann würde es für sie teurer und dann wäre der Braunkohlestrom auch nicht mehr so billig im Verhältnis gesehen zu den anderen Energieträgern. Es ist so, dass schlicht und ergreifend im europäischen System des Emissionshandels zu viele Zertifikate auf dem Markt sind. Das Ganze wird zusätzlich verschärft durch die Krise in den südlichen Ländern. Das soll man nicht einfach in Abrede stellen. Das ist nicht nur nicht funktionsweise dieses Emissionshandelssystems, sondern wirkt durch diese Frage noch verschärft. Damit ist der Preis für die Tonne CO2, also ich fahre da mit einem Fahrzeug, was wir in dieser Vorwahltour benutzen. Wir gleichen das aus über Atmosphäre, das wird gemacht von einer Agentur, die rechnen mit, ich glaube, einem Zertifikatspreis von 13 Euro. In Wirklichkeit liegt der Zertifikatspreis bei 3 Euro die Tonne zurzeit. Das heißt, er findet nicht mehr statt. Die Bundesregierung betreibt keinen oder gibt keine Zertifikate mehr aus. Dieses begünstigt Kraftwerke, die abgeschrieben sind und die im Wesentlichen mit Kohle, häufig in Deutschland mit Braunkohle, aber zum Teil auch mit importierter Kohle betrieben sind. Und die drängen eben mit diesen Zahlen an und verschärfen das Problem, was Werner Müller zu Recht beschrieben hat. 15% mehr Kohlestrom im vergangenen Jahr, trotz Ausbaus erneuerbarer Energien, hat genau zu diesen punktuellen Dingen geführt. Wir sind der Auffassung, dass man die Zertifikatsmenge zusammenziehen muss. Das würde den Preis nach oben treiben, würde die Wettbewerbsbedingungen zwischen beispielsweise Gaskraftwerken und solchen Kraftwerken verbessern zugunsten des Gases. Gas hat bezogen auf die Kilowattstunde ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen wie Braunkohle, ungefähr die Hälfte wie Steinkohle in dieser Größenordnung. Und dieses würde dann allerdings das Absinken des Börsenpreises stoppen. Und auf diese Weise die EEG-Umlage, die ja sich errechnet aus der Differenz zwischen dem Börsenpreis und der gezahlten Einspeisevergütung, nicht mehr weiter steigen lassen. Wir haben ja heute die nächste verrückte Situation, wir kommen jetzt immer mehr Paradoxien, dass selbst wenn sich Rainer Brüderles Wunsch, was er vom Krankenbett aus äußerte, kein einziges Windrad, keine einzige Photovoltaikanlage mehr ans Netz zu bringen im nächsten Jahr, wenn sich das realisieren würde, dass dennoch die EEG-Umlage fast genauso hoch werden würde wie jetzt. Das heißt, das hat sich komplett abgekoppelt und das ist ein Teil der Folge dieser Entwicklung. Deswegen sagen wir, Wiederherstellung des Emissionshandels ist eine der Grundvoraussetzungen für die Begrenzung der EEG-Umlage. Es ist noch keine Grundvoraussetzung, um durchgehend zu insgesamt stabileren Preisen zu kommen. Da will ich nicht missverstanden werden. Aber das unkontrollierte Wachstum der EEG-Umlage, das muss halt an beiden oder an drei Seiten
der Kostentreiberei in den Griff bekommen werden. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind bei der Beschränkung der Einspeisevergütung, da ist schon viel geschehen. Da kann man auch noch weiteres machen. Ich glaube, dass man an windgünstigen Standorten mehr noch reduzieren kann. Da habe ich gar kein Problem mit. Man kann bestimmte Dinge rausnehmen aus dem EEG. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, deswegen habe ich vorhin gesagt, über das Gas habe ich noch nichts gesagt, Biogas sollte man nicht rund um die Uhr in dezentralen Scheunen, in relativ ineffizienten Kleinanlagen rund um die Uhr verstromen, sondern sollte es vorhalten als Regelenergie. Gas ist ein exzellenter Energiespeicher, die soll man dann nutzen, wenn man es braucht und nicht blind sozusagen verarbeiten. Aber man muss sich den anderen beiden Baustellen auch widmen. Das ist die Frage, wie hoch ist der CO2-Preis und damit der Preis an der Börse. Und zweitens, wie entwickeln sich eigentlich die Ausnahmetatbestände im Bereich der EEG-Umlage, die ja Schwarz-Gelb massenhaft erweitert hat. Allein am letzten Freitag sind, glaube ich, durch die Ausnahmen bei der Netzumlage nochmal ungefähr 1,2 Milliarden zusätzliche Kosten für die Stromkunden obendrauf gepackt worden. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, wenn man diese Ausnahmen eindämmen würde, Herr Müller, es drohe dann in Deutschland eine Deindustrialisierung? Ja, zunächst einmal gehören solche Sätze immer zum Handwerk jedes Wirtschaftspolitikers. So muss er dem Umweltpolitiker gegenübertreten. Und es gibt mit Sicherheit auch einige Branchen, wo das unzweifelhaft richtig ist. Also beispielsweise hier in Essen haben wir eine der größten Aluminiumhütten. Also die wäre bei Marktstrompreisen, wie sie vormals waren, wären die sofort weg. So, also irgendwie wird man das nicht radikal ändern können. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was Herr Trittin da abends im Fernsehen gelegentlich in Talkshows von sich gibt, richtig ist, dass also Golfplätze oder... Das war bei Netzumlage. Ja, also... Gut, also ich meine, da gibt es dann Ausnahmen, da kann man natürlich auch sagen, da passiert wahrscheinlich wenig. Also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler auf dem Golfplatz ein schlechteres Handicap hätte, wenn er dann da nicht mehr befreit würde. Aber ich höre ja bei Herrn Trittin raus, es muss einiges geändert werden und denkbarerweise auch etwas grundsätzlicher geändert werden. Also wir sollen uns ja hier auch vielleicht streiten. Ich darf Ihnen sagen, gestritten mit Herrn Trittin habe ich mal über die Frage, ob es eigentlich sinnvoll ist, 99-pfennige Förderung für die Solarkilowattstunde einzuführen. Und da war ich eigentlich immer strikt dagegen. Und ich hatte im Grunde auch den Eindruck, dass ich auch dagegen war. Aber dann gab es da... Ja, und dann gab es dann da so andere, von Fischer oder Volker Beck hatte noch so Spezialprobleme. Und dann wird das da alles in so einen großen Kompromisstopf geworfen. Und zum Schluss heißt es dann, Werner, du bist ja auch dafür. Gut. Aber im Grunde war das aus heutiger Sicht betrachtet ein ungeheurer Fehler, denn man hat diese 99 Pfennige nicht mehr weggekriegt. Die sind dann umgerechnet worden irgendwie in 49 Cent und haben zu einem Boom an Photovoltaik geführt in einer Gegend, die grundsätzlich von Sonne nicht, sagen wir mal, beglückt ist. Also mit derselben Investitionssumme könnte man europaweit betrachtet unendlich viel mehr Strom erzeugen. So, und das führt dann zu so einer Überlegung, wenn ich an die Sache schon rangehe, soll Deutschland alleine das Klima retten? Dann auch noch überwiegend mit Mitteln des privaten Bürgers. Oder wenn schon das Geld ausgeben, dann nicht so, dass es wirklich auch bei etwas übernationaler Betrachtung wenigstens sinnvoll wirkt. Herr Trittin, war es ein Fehler? Es war ein Einstieg. Wir sind heute bei 13 Cent. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im Raum 13 Cent für die Kilowattstunde zahlt. Ich vermute, alle zahlen mehr als das Doppelte ungefähr. Das ist der durchschnittliche Preis an der Stelle. Insofern ist da über die Degression inzwischen sehr viel passiert. Wir haben inzwischen die ersten Fälle, wo man Einzelhandelsunternehmen und Ähnlichem sagen, wir speisen gar nicht mehr ein, wir verwenden den Strom selber. So ein Aldi oder Rewe hat ja eine schöne Dachfläche.
Kann man nutzen. Kühlschränke sind auch unten drunter. Speicher und Ähnliches lässt sich prima machen. Aber die verzichten übrigens überhaupt nicht auf ihren Netzanschluss. Das heißt, die machen sich autark, aber ihr Versorgungsrisiko, das bleibt und das zahlen dann diejenigen, die weiter am Netz sind, weil wir unsere Netzkosten zurzeit finanzieren über die verbrauchte Kilowattstunde. Da hat sich sozusagen eine technologische Entwicklung gezeigt, die wir mit angestoßen haben. Deswegen würde ich bei der Einschätzung, das war nur ein Fehler falsch. Man ist vielleicht zu hoch eingestiegen und man hat nicht schnell genug reduziert. Im Prinzip fand ich den technologischen Impuls richtig. Ich will aber dahin nur eine Bemerkung zu den Subventionen machen. Weil ich finde, man soll sich da nicht versprechen. Ich versuche immer, all denjenigen, die bei uns Pressemitteilungen und Ähnliches entwerfen, den streiche ich immer raus, wir seien gegen die Subventionen für die energieintensive Industrie. Ich habe das eingeführt. In unserer gemeinsamen Amtszeit haben wir Regelungen geschaffen. Also sagen wir mal so, Sie waren bezeichnungsberechtigt. Ja, ja. Aber an der Stelle habe ich das aus voller Überzeugung getan und nicht nach dem Motto, Jürgen, du bist auch dabei. Bei der Ausnahme für die an dieser Stelle, weil ich gesagt habe, wir haben Aluminiumschmelzen, wir haben Siliziumproduzenten, wir haben Chemieproduzenten, die sind einem internationalen Wettbewerb, häufig einem nicht fairen internationalen Wettbewerb ausgesetzt und die muss man anders behandeln als nicht energieintensive und nicht im internationalen Wettbewerb stehende. Und dann passierte etwas, kommen ja immer solche Dinge, lösen Begehrlichkeiten aus. Die ersten, die übrigens kamen, waren unsere Kommunalpolitiker. Deswegen ist bis heute der schienengebundene Nahverkehr davon ausgenommen. Ich kann das auch anders sagen. In meinem Wahlkreis in Göttingen, wo es keinen schienengebundenen Nahverkehr gibt, da gibt es nur Busse, bezahlen die Leute über die Stromrechnung Teile der Kosten der Straßenbahn in Hannover. Das ist nicht gerecht und ich bin der Auffassung, das muss da wieder raus. Das ist nicht systemgerecht. Und es gibt weiteres. Selbstverständlich ist es überhaupt nicht vertretbar, dass zum Beispiel Unternehmen im schönen Lande Niedersachsen, die viele Tiere vom Leben zum Tode bringen, nachdem sie sie vorher gemästet haben, also die industrielle Massentierhaltung, faktisch keine Leute mehr beschäftigen, sondern nur noch Scheinselbstständige aus Rumänien, damit keine Lohnquote haben und einen entsprechenden Grad an Energieintensität erreichen und auf diese Weise genau von solchen Maßnahmen, wie sie dann die schwarz-gelbe Regierung praktiziert hat, davon profitieren. Und deswegen sage ich, das muss zurückgeführt werden. Da kann man ungefähr 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro sparen, dann bleiben immer noch zwei in der Größenordnung für die energieintensive Industrie, für die Trimets, für die Wackers, für die BASF, die wir alle hier im Lande halten wollen, über. Und deswegen rate ich dazu einer sehr differenzierten Diskussion. Man muss auch nicht den Stand haben, der mal am Ende von Rot-Grün gegolten hat. Ich habe immer gesagt, von mir aus, nimmt den Stadium Gabriel 2009 minus Straßenbahn, dann bist du auch wieder bei den 1,8 Milliarden eingesparter Umlage. Würde das denn aber schon reichen, um die EEG-Umlage entsprechend niedrig zu halten? Erstmal würden diese Maßnahmen ausreichen, den jetzt im August zu erwartenden Sprung fast vollständig zu konterkarieren. Das geht ungefähr um 1 Cent, der da draufgehauen wird für jeden von Ihnen. Das könnte man in dieser Weise begrenzen. Und was das für die Stromrechnung jedes einzelnen Haushalts heißt, das kann man ja überschlagsmäßig an so einer Stelle rechnen. Warum sagen Sie nicht für jeden von uns? Sind Sie ausgenommen? Nein, ich bin nicht ausgenommen, bin nicht energieintensiv. Ich bin auch nicht, übrigens auch ein schönes Beispiel für einen ausgenommenen Betrieb. Es gibt ja in Berlin einen Flughafen. Also es gibt zwei, aber auf einem wird geflogen, der andere wird rund um die Uhr beleuchtet und klimatisiert und verbraucht sehr viel Strom, hat aber keine Lohnkosten, der ist auch befreit. Ja, doch. Naja, aber das sind sozusagen die Maßnahmen, die man jetzt machen muss, um unmittelbar zu verhindern, dass da eine weitere, diese Schere geht ja immer weiter auseinander. Wir haben einen sinkenden Strompreis und die Masse
der Betriebe und die gesamte Bevölkerung zahlen immer mehr. Das ist eine Entwicklung, die geht auf Dauer so nicht und die kann man auf diese Weise ein Stück bremsen. Was ich glaube, darüber hinaus habe ich ja versucht schon anzudeuten, wir brauchen im Bereich der Einspeisevergütung eine Änderung, indem wir zum Beispiel die Frage Biomasse aus dem komplett rausnehmen. Die gehören in ein ganz anderes System in meinen Augen. Die gehören in ein System von Regelenergie rein. Und dann wird das EEG in dieser Form mit an den windgünstigen Standorten gesenkten Einspeisevergütungen und in dem Bereich im Wesentlichen sich um Wind um Photovoltaik noch drehen. Und über diese Frage, was wir mit Wind und Photovoltaik unter Nutzung und Erhalt einer Ausbaudynamik kostengünstig und über Ergänzung von Speichern, von Eigenverbrauch und Ähnlichem machen, das wird die eigentliche Herausforderung sein. Ergänzt man zum Beispiel ein EEG-System durch Aspekte von Ausschreibungen, dann wären sie in einer anderen Steuerbarkeit, hätten eine andere Steuerungsmöglichkeit. Das sind die Fragen, vor denen wir bei einer solchen Neugestaltung stehen. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir gleichzeitig den Mut haben, auch die Regelenergie in Form von Kapazitätsmärkten auszuschreiben. Und das sind nicht nur Maßnahmen zum Erhalt von Kraftwerken. Das kann eben auch Regeln auf der Lastseite sein. 1 Grad weniger in einem großen Kühlhaus macht richtig viel aus, da kommt kein Pumpspeicherkraftwerk mit. Ja, da haben wir jetzt sehr viel, wenn ich es mal ein bisschen zusammenfassen darf. Also kurzfristige Maßnahmen sind nötig, um die EEG-Umlage im Rahmen zu halten. Das sagt übrigens ja der amtierende Bundesumweltminister von der CDU auch, nur stellt er sich die, glaube ich, ein bisschen anders vor. Das andere sind die längerfristig wirkenden Maßnahmen im Zuge einer Reform der erneuerbaren Förderung über das EEG. Und da scheint ja doch der Erkenntnisprozess jetzt schon etwas weiter gediehen zu sein. Haben Sie denn mal, diese Frage muss man ja auch stellen, mit den Vertretern der erneuerbaren Branche über solche Ideen gesprochen, wie Ausschreibungen? Das war ja auch ein bisschen tabu bisher. Nein, ich glaube, es gibt in den gesamten Branchen mittlerweile einen echten Nachdenkensprozess. Übrigens, wenn ich hier jetzt sage, zum Beispiel, man soll die windgünstigen Standorte schlechter vergüten, da höre ich nur noch pflichtgemäßen Protest, aber sagen, wir wissen, dass das richtig ist. So, und ich finde, so muss man dann auch mit solchen Dingen auch umgehen. Wir haben bei der Frage der letzten Reduktion in der Einspeisevergütung für die Photovoltaik, der Vorschlag kam selber aus der Branche. Die haben inzwischen auch begriffen, dass sie nur eine Zukunft haben, wenn sie sich diesem Konflikt stellen. Zurzeit glaube ich, dass alle das Problem haben, dass sie den Eindruck haben, wer sich zuerst bewegt, verliert in diesem Spiel. Das heißt, an die Erneuerbaren den Wunsch zu stellen, bewegt euch mal, aber nicht zu sehen, dass sich irgendetwas tut beim Emissionshandel. Das heißt, dass die Dynamik bei der Umlage, egal wie die Erneuerbaren sich verhalten, an dieser Stelle sich bewegt, da habe ich ein gewisses Verständnis für. Und deswegen glaube ich, man wird in einer solchen Situation die unmittelbaren Interessen an einen Tisch holen müssen und man wird einen schwierigen Ausgleichsprozess auf den Weg bringen. Dagegen ist, was ich heute Morgen in der WAZ gelesen habe, die Kompromissentscheidung zur B52 hier im Ruhrgebiet wahrscheinlich eine kleinere Übung. Naja, über diese Sache diskutieren wir länger als das Photovoltaik. Ja, ne? Stimmt, das hat mir Groschek auch erzählt. Aber wo Sie die Photovoltaik gerade ansprechen, da wird ja jetzt gesagt, auch von Herrn Altmaier zum Beispiel, das hat ja gerade Bilanz gezogen, der Neuzubau an Photovoltaik wird nicht mehr der Kostentreiber sein, wo enorme Kosten halt zu erwarten sind, das ist Offshore. Was halten Sie denn persönlich von Offshore? Ja, nur grundsätzlich ist das hochvernünftig, weil Sie können dort gezielt an wirklich auch windreichen Standorten, sagen wir mal übertrieben gesagt, beliebig viele solche Windkraftanlagen installieren. Was mich jetzt ein bisschen mehr stört, ist,
dass wir versuchen, also den Umweltschutz da zu maximieren. Also beispielsweise, wenn ich regenerative Energien nutzen will, könnte das ja Priorität haben. Wenn ich das Wattenmeer schützen will, dann könnte das Priorität haben, schließt dann aber unter Umständen eine Windkraftanlage aus. Was machen wir Deutschen? Wir schützen beides. Also das Klima durch regenerative Energien, Windkraftanlagen und das Wattenmeer. Indem wir diese Anlagen so weit raus ins Meer bauen, 100 Kilometer von der Küste entfernt, dass beispielsweise eine Wechselstromübertragung nicht mehr möglich ist. Ich muss Umformer, Gleichstrom und wieder Umformer machen. Das Ganze auch ganz anders gründen. Ganz zum Schluss verteuert das beispielsweise gegenüber anderen Ländern, die auch ein Wattenmeer haben, aber sagen, wenn das also 10 oder 20 Kilometer außerhalb der Küste ist, geht es auch, verteuert das ungeheuer. Das sind so Dinge, da finde ich, da muss man dann irgendwo auch mal sagen, was ist mir jetzt wichtiger. So, und damit könnte Windkraft offshore deutlich günstiger gemacht werden. Aber jetzt hängt das da rum, nicht zuletzt, weil man beispielsweise Gleichstromübertragung zum Festland bis jetzt technisch noch nicht hinbekommen hat. So, jetzt haben wir da fertige Windparks. Kriegen die auch schon Vergütung, wenn sie nicht produzieren? Das weiß ich gar nicht. Zum Teil ja. Bitte? Zum Teil ja. Was, ich habe es noch nicht verstanden. Zum Teil ja. Da, guck. Ja, Herr ist Trittin, doch alles. Sie waren ja Bundesumweltminister und kennen ja diese Konflikte zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Betätigung, um es mal so auszudrücken. Wenn wir denn einen Minister hätten, der für beides zuständig wäre, könnte das die Sache erleichtern? Ja, das ist ja so. Die ich darf wieder mal fragen, für was beides? Ja. Sowohl für Naturschutz wie für die Genehmigung der Flächen. Das ist heute so. Und Energie. Ja. Aber in dem Fall ist es so, das fiel in eine Hand. Die Flächen habe ich alle genehmigt und zum Teil auch nicht genehmigt. Das Problem und das Dilemma, ich wäre ja bei Ihnen, dass man es auch in 10, 20 Kilometern. Das heißt, Sie wären. Bei den 10, 20 Kilometern. Das Problem vor der deutschen Nordseeküste, jedenfalls in dem Teil vor Ostfriesland, ist, dass Sie dann mitten in der Hauptfahrrinne für Hamburg und Bremen sind und dann nicht der Nutzungskonflikt mit dem Naturschutz stattfindet, sondern der Nutzungskonflikt mit der Schifffahrt und der Zugänglichkeit vom Hamburger Hafen. Und deswegen sind die an dem Teil besonders weit draußen. In anderen Bereichen, in der Ostsee, habe ich, glaube ich, einen Windpark wegen Naturschutzsachen nicht genehmigt. Ich habe aber vor Sylt, das hat mir viel Freude eingebracht von der dortigen Bewohnerschaft, am Rande des Nationalparks, der ja nicht so weit rausgeht, in den Nationalpark reingehen selber, das ist ein Akt, den ich mir nicht zutrauen würde, aber da dieses genehmigt. Und das waren aber muntere Debatten, die wir an der Stelle hatten, bis hin dazu, dass jemand sagte, ja, wenn ich denn in meinem Haus auf Kampen bin, dann sehe ich nicht diese Windräder. Ja gut, aber das können Sie ja durchstehen. Weißt du, die sind so weit draußen, da musst du schon ordentlich Küstennebel getrunken haben, wenn du Windräder sehen willst. Das können Sie ja durchstehen, weil ich weiß sowieso nicht, wer in Kampen Sie wählt. Also ich meine. Ich habe es auch durchgestanden, der ist genehmigt. Gut. Gut, dann kommen wir nochmal zu der Frage, was muss sich nach der Bundestagswahl ändern? Wo wären da Ihre Prioritäten? Wie gesagt, die ersten Maßnahmen müssen sein, Begrenzung des Anstiegs der Umlage durch eine entsprechende Rückführung der Kosten und einer Regelung, was die unsinnigen Subventionen angeht und eine Wiederherstellung des Emissionshandels. Das würde erstmal zu einer Stabilisierung an der Stelle führen. Wir müssen zweitens, und das ist Ärger am Anfang richtig programmiert, und wir müssen zweitens dahin kommen, dass wir tatsächlich den Schritt gehen in Richtung mehr Kapazitätsmärkte. Ich glaube, dass wir dann tatsächlich eine Chance haben, den weiteren Ausbau von Erneuerbaren mit einem vertretbaren Maß und notwendigen Maß von Versorgungssicherheit zu begleiten. Weil
Ich würde die Eingriffe ins Netz nicht überdramatisieren, aber dass sie zugenommen haben und dass Netzmanagement heute eine sehr viel komplexere Aufgabe ist, als sie das vor 10 Jahren gewesen ist, das wird, glaube ich, niemand in Abrede stellen. Es funktioniert relativ gut. Die Stromausfallzeiten sind in Deutschland auch nach der Energiewende noch weiter gesunken, anders als in anderen Ländern. Die haben größere Versorgungsprobleme, aber niemand kann sich am Ende darauf verlassen, dass das dauerhaft so bleibt. Und deswegen brauchen wir eine vernünftige Regelung. Und drittens müssen wir neue Finanzierung von Infrastruktur haben. Wenn es richtig ist, dass immer mehr auch Unternehmen in Eigenverbrauch gehen, aber gleichzeitig den Anspruch haben, versorgt zu werden über ein Netz als Sicherheit, also Netz im Sinne des doppelten Netzes und Boden sozusagen, dann können wir die Finanzierung der Infrastruktur nicht mehr über die verkaufte Kilowattstunde abrechnen, weil das sind dann nur diejenigen, die auf den Bezug von solchen angewiesen sind. Dann müssen wir zu Modellen kommen, wo eben Anschlussgebühren, also man nähert sich dann dem, was wir im Handybereich als Flatrate kennen. Und das alles setzen Sie dann in so einer schwarz-grünen Bundesregierung durch? Ich fürchte, das ist mit den Schwarzen nicht durchzusetzen. Insofern ist meine Leidenschaft für diese Farbkombination sehr beschränkt. Ja, nö, weil das, was Sie sagen, sagt ja im Grunde auch in die Richtung Herr Altmaier. Ich wollte mir heute Abend das fast verkneifen, was zu ihm zu sagen, weil dann sieht das so nach Polemik aus. Aber der spricht von der Strompreisbremse. Was ist der wesentliche Gedanke der Strompreisbremse? Geht er an die beiden großen Kostentreiber ran, also die sinkenden Strompreise aufgrund des nicht funktionierenden Emissionshandels? Nein. Das ist komplett geblockt. Die Bundesregierung hat im Rat und die CDU-Fraktion im Europäischen Parlament das Backloading blockiert. Geht da an die Frage der Subventionen ran. Das Einzige, was ihm eingefallen ist, das habe ich ihm sofort geschenkt. Da musst du mit mir nicht drüber streiten. Meine Verkehrspolitiker waren stinkesauer auf mich, aber musste ich auch mitleben. Selbstverständlich macht das mit den Schienengebundenen, aber das machst du auch nur, wenn du an den anderen Bereich der Subventionen für die industrielle Massentierhaltung mit rangehst. Ich rede über so ein Paket, ich rede nicht darüber, ist nicht passiert. Gibt es irgendwelche Überlegungen in diesem Bereich in Richtung einer tatsächlichen Schaffung von Kapazitätsmärkten ranzugehen? Nein, gibt es nicht. Das heißt, ich höre ganz viele Ankündigungen, im Ergebnis bleibt übrig, an operativen Maßnahmen, dass man glaubt, durch eine weitere Bremse des Ausbaus das zu begrenzen. Und da sage ich Ihnen, das funktioniert nicht. Selbst wenn ich den Ausbau komplett stoppe und sonst nichts tue, geht der Strompreis, geht die Umlage nach oben. Es wird aber doch allgemein kritisiert, dass der Ausbau zu wenig koordiniert erfolgt. Die Bundesländer haben zum Teil ehrgeizige Pläne und weisen auch immer mehr Flächen aus. Wir erinnern uns an Sprüche von Energieautarkie in Bayern zum Beispiel. Wie wollen Sie es denn hinkriegen, dass man wirklich zu so etwas wie einem nationalen abgestimmten Ausbau kommt? Oder sagen Sie, es soll möglichst viel ausgebaut werden und wir müssen andere Möglichkeiten finden, das Ganze bezahlbar zu machen? Ich bin der Auffassung, dass man die Ausbaupotenziale, die in den letzten Jahren blockiert worden sind in Bayern und Baden-Württemberg, teilweise sehr ideologisch, nur bis dahin, dass da Fledermäuse unter die Windräder gelegt worden sind und sowas hat es alles ja gegeben, dass man diese Potenziale durchaus auch nutzt. Mein Eindruck ist nicht, dass die Bundesländer, insbesondere im Süden, das ist im Wesentlichen Bayern und Baden-Württemberg, nachdem sie jetzt in diesen Prozess der Ausweisung von Flächen gegangen sind, noch diese sehr lockeren Sprüche, wir leisten uns jetzt mal einen Wettbewerb zwischen Seehofer und Kretschmann, wer mehr Windräder in kürzerer Zeit aufstellt, wirklich leisten kann. Da ist zu viel Gegenwind in der eigenen Bevölkerung. Da kommen jetzt schon die Abstandsfragen. Die machen jetzt all die Erfahrungen, die man in NRW schon gemacht hat. Sie machen all die Erfahrungen, die man in Niedersachsen schon vor 10 Jahren gemacht hat.
das wächst alles nicht so, wie Sie sich das in vollmundigen Ankündigungen nach der Rolle rückwärts in der Energiepolitik von Frau Merkel nach Fukushima sozusagen haben in die Pressemitteilung schreiben lassen. Ich glaube, oder ich weiß jetzt, was die Länder, mit denen wir viel zusammenarbeiten, eben in der sogenannten G-Länder-Koordination der grünen mitregierten Ländern, dass es eine sehr hohe Bereitschaft gibt, hier zu einer vernünftigen Ausbau- und Vereinbarung über Ausbauziele und Ähnlichem zu kommen und solche Dinge zu heben. Das sehe ich nicht als das Haupthindernis an, weil wer da mehr verspricht, der holt sich eine ziemlich blutige Nase bei der eigenen Bevölkerung. Ich will auch mal sagen, wenn wir mal das zeitlich etwas großzügiger betrachten, muss ja ein gewaltiger Ausbau kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Parteiprogramme sich unterscheiden. Also die einen wollen 45% erneuerbaren Strom oder 35%. Ja, ich wollte aufs Ende gehen. Wenn wir einfach mal sagen 100%. Ja. Dann schätze ich, die Grünen sagen, das ist 2042 und die CDU vielleicht 2052. Die wollen 2030 Strom. Ah, gut, aber deswegen, solche Zahlen wären ja Schall und Rauch, wenn wir vom Grundsatz her in dem Ausbautempo deutlicher nachlassen. Also für mich ist es weniger eine Frage des Ausbaus als eine Frage, sagen wir mal, der Anreize, der Finanzierung oder auch von Begleiterscheinungen. Wollte vorher Sie mal nicht unterbrechen. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Photovoltaikstrom kann man auch selber verbrauchen. Ich würde ihn aber beispielsweise dann in einem Ausmaß fördern, was vielleicht auch durchaus hoch ist, wenn und nur dann, wenn dazu ein Speicher vorhanden ist. Sodass ich also auch weiß, der Mensch ist dann wirklich autark. Dann kann ich von ihm verlangen, dass er dann von mir aus noch einen Vertrag mit RWE macht. Da zahlt er dann aber 1 Euro pro Kilowattstunde. So, und das sind so Dinge, das vermisse ich so ein bisschen. Und da könnte man sicherlich einiges machen. Der andere Punkt ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich würde es etwas mehr europäisch anfassen. Da wollte ich gerade drauf kommen. Ja, ich weiß, was Sie das Stichwort ja bringen wollten. Ich wollte Sie jetzt da mal so hintransportieren, weil ich befürchte, wenn wir es hier schon hinkriegen, ne? Ja, ich befürchte, dass uns Europa wie in allen Dingen auch da zunehmend irgendwie reinregiert. Und ich bleibe dabei, mit einem Cent eines deutschen Bürgers können wir anderswo mehr für regenerative Energien tun als hierzulande. Dann tun die anderen dort gar nichts mehr. Bitte? Dann tun die aber woanders gar nichts mehr, wenn wir es von hier aus finanzieren. Ja, was heißt gar nichts mehr? Ich meine, so viel machen sie ja eh nicht. Aber es bleibt ja dabei. Ich habe da ein ganz anderes Angebot an Sonnenenergie. Und deswegen frage ich mich, warum muss das hier geschehen, wenn ich es da auch machen könnte? Und ob ich hier den überschüssigen Windstrom dahin transportiere oder die Sonnenenergie von dort nach hier transportiere, ist dann letztlich auch egal. Man hat europaweit jetzt den Eindruck, Oettinger spricht. Ja, weiß ich nicht, ich rede ja Hochdeutsch. Also es ist jedenfalls eine Aufgabe, da bin ich ja vollkommen einig, und da waren wir auch nie auseinander, dass in der langen Perspektive wir eine regenerative Stromversorgung, ich lasse das Wort Energie jetzt erstmal bewusst weg, kriegen müssen und kriegen können. Es muss nur irgendwie ein Stück weit kostenbewusster gemacht werden. Herr Trittin, was machen Sie denn, wenn also unsere erneuerbaren Förderungen dann von der EU-Ebene aus sozusagen als nicht zulässig erklärt wird? Das, was in Brüssel auf dem Prüfstand steht, sind die Ausnahmen. Der Rest ist geprüft. Das ist ja schon durch, das Verfahren. Na, es gibt ja Initiativen. Ja, Initiativen gibt es viele, aber da hat es mal ein Verfahren gegeben. Und das ist an der Stelle für die Einspeiseregelung als solche, die ist europapolitisch zulässig. Was nicht zulässig ist, ein Übermaß an Subventionen bei den Ausnahmen. Und da könnte es in der Tat ein Problem geben. Das trifft uns aber weniger, das geht eher in meine Richtung. Deswegen freue ich mich auf das Verfahren. Ich habe mich sehr gewundert, wer das da auf die Wege gebracht hat. Das ist schon richtig, aber die Unionsmittelstandsvereinigung hat an Herrn Oettinger, den EU-Energiekommissar, und an Herrn Almunia, den Wettbewerbskommissar, geschrieben. Es sei ja nicht mehr dieselbe Situation wie damals, als die EEG-Förderung für rechtens erklärt wurde, sondern jetzt sei erneuerbarer Strom keine Nische mehr und bei einem Anteil von fast 1/4. Und deshalb müsse man das Ganze nochmal überprüfen.
So, und wer ist das bitte? Die Mittelstandsvereinigung der CDU. Gibt sie noch? Der Union, ja. Ja, ich wusste nicht, dass es die noch gibt. Gut, aber es kommt sicherlich einigen entgegen, wenn bin ich sowas eher gelassen. Hier ausgestartet wird. Mich sorgt zurzeit was anderes. Weil wir machen uns bei uns Gedanken, dass es bei uns zu teuer wird. In einem Punkt unterscheiden wir uns von ziemlich allen anderen Ländern in Europa. In Deutschland wird massiv in neue Stromerzeugungskapazitäten investiert. Wie gesagt, das führt dazu, dass wir zum Teil Überschüsse woanders hinschicken. Im Rest Europas, ob ich Großbritannien mir angucke, ob ich mir Frankreich angucke, ob ich mir die Niederlande angucke, wird der Kraftwerkspark weitgehend auf Verschleiß gefahren. Die sind nicht in der Lage, allein durch die Investitionen die Substitutionen auf den Weg zu bringen, die da nötig sind. In Frankreich zum Beispiel liegt es aber an dem staatlich regulierten Strompreis. Der ist auch binnenmarktswidrig. Da sollte sich Herr Almunia mal zu Förderst drum bekümmern. Das ist nun extrem binnenmarktstörend. Aber ich sage nur, in der Substanz ist es so, dass im Rest Europas in neue Stromerzeugungskapazitäten, ob nun regenerativ, nuklear oder fossil, will ich gar nicht drüber richten, in einem Maße nur investiert wird, der nicht in der Lage ist, auch nur den bestehenden Kraftwerkspark wirklich zu ersetzen. Und das macht mir Sorgen. Und das liegt an der Finanzkrise mit? Das liegt an unterschiedlichen Gründen, das liegt auch an teilweise ideologischen Blockaden, was man dann erreichen möchte und auf was man setzen soll, an Systemen auch zur Förderung erneuerbarer Energien, die nicht den Wachstumsraten gebracht haben, die sie nach Forderung der eigenen Autoren, Großbritannien ist das Beispiel, da hätte bringen sollen. Und wir haben nach wie vor kein wirklich funktionsfähiges europäisches Netz. Also die Vorstellung, beispielsweise aus Spanien oder Griechenland Photovoltaikstrom nach Deutschland zu transportieren, scheitert im Fall von Spanien daran, dass wir die gar nicht über Frankreich zu uns hinbekommen würden. Und deswegen bin ich, und das wird Sie jetzt vielleicht wundern, der Auffassung, dass wir in diesem Bereich uns in Europa mehr um eine gemeinsame europäische Energiepolitik bekümmern müssen. Um die Engpässe und das Nichtvorhandensein von Netzen und tatsächlich auch die Überwindung der Investitionszurückhaltung in einer Reihe unserer Nachbarstaaten zu überwinden. Das greift noch nicht in deren Strommix ein. Ich weiß, dass es eine heilige Kuh ist, eine national. Aber das ist für mich essentiell. Und ich war richtig, muss sagen, eine der schlimmsten Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der mehrjährigen Finanzrahmen in Europa getroffen worden ist, dass gemessen an dem Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, und jetzt ich mit Oettinger, Seite an Seite, der hatte vorgeschlagen, ich glaube 50 Milliarden über die 7 Jahre in transeuropäische Netze, unter anderem 20 sollten in den Ausbau von Stromnetzen gehen. Das ist total zusammengestrichen worden. Wir sind jetzt bei einer Dimension an Investitionen, die da zur Verfügung gestellt werden in transeuropäische Netze. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Aufwand, einen Windpark in der Nordsee anzuschließen. Das ist für ganz Europa das, was Connecting Europe zurzeit bereitstellt. Und das ist zu wenig. Das ist etwas, wo wir uns ernsthaft Sorgen darüber machen müssen, weil ein europäisches Netz nicht nur ermöglicht, Strom da kostengünstiger zu produzieren, wo er kostengünstiger zu produzieren ist, sondern weil er uns gleichzeitig auch einen Teil des Speicherproblems abnimmt. Ein größeres Netz mindert den Speicherbedarf und erleichtert den Ausgleich. Außerdem scheint da unter Umständen länger die Sonne in den Abend hinein zum Beispiel. Ja, das sind Kleinigkeiten, die beim Speichervolumen, was wir in Toto brauchen, sich rechnen. Nun wird ja nächstes Jahr eine neue EU-Kommission antreten mit den Europawahlen, aber die Regierungen sind ja das Entscheidende, das bei vielen Punkten. Ich möchte jetzt ganz gerne, wenn Sie nicht noch
Naja, sagen wir mal, einen einzelnen kleinen Punkt. Mich wundert es, dass Sie sich, sagen wir mal, so mit guten Gründen für eine europäische Energiepolitik aussprechen, weil das Thema, was Ihre Partei mal jahrelang, weil noch unerledigt, im Vordergrund stehen hatte, nämlich die Atompolitik, die europäische Energiepolitik ja nun völlig spaltet. Das heißt also, da kriegen wir eine Diskussion an der Hacke, über die Sie ja längst weg sind. Aber das sehe ich ja inzwischen mit Gelassenheit. Wenn ich gesagt habe, in Frankreich, was einen 70% Anteil an Nuklearstrom hat, ist nicht in der Lage, seinen bestehenden Kraftwerkspark, das ist Aussage der Internationalen Energieagentur, auch nur ansatzweise zu erhalten, weil es müssten, glaube ich, 5 oder 6 Kraftwerke jetzt schon im Bau sein, statt dem einen, was sie in der Projektierung haben. Dann frage ich mich, woran liegt das? Das liegt möglicherweise an dem gleichen Grund, an dem zurzeit E.ON und RWE gesagt haben, der Plan in Großbritannien ein neues zu bauen, was sie ja hätten gekonnt, das machen wir nicht, weil unter den Bedingungen, die Großbritannien dafür zulässig erklärt, nämlich eine Kilowattstunde von 13 Cent garantiert zu bekommen. 13 Cent ist die Einspeisevergütung, die man jetzt für Photovoltaik in Deutschland kriegt. Und ich bin ja bei Ihnen, dass Sie das Gleiche in Spanien zur Hälfte oder ein Drittel des Preises kriegen können, nicht ausreichend war, um dieses Projekt am Ende zu stemmen. Und das ist der Grund, warum insgesamt kontinuierlich nicht nur der Anteil, sondern die absolute Menge eingespeisten Atomstroms innerhalb der Europäischen Union schrittweise zurückgeht. Das hat was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun und die ist nicht besser geworden in den letzten Jahren, was den Nuklearteil angeht. Insofern muss man vielleicht auch das Ziel in Frankreich, 25% den Atomkraftanteil zu reduzieren, auch ein bisschen mit. Da muss man sich einfach zurücklehnen. Ja, wenn gut. Wir das mal so einfach mit unserer Atompolitik gemacht hätten. Ne? Gut. Ich möchte Ihnen und wir möchten Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, selber Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Und ich sehe schon ein paar Wortmeldungen. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Dann fangen wir mal hinten bei Ihnen an. Ja. Kleinen Moment. Eigentlich Folgendes. Sie reden jetzt davon, Subventionen vernünftiger zu machen. Ich habe das Gefühl, dass jedes vernünftiger Machen von Subventionen neue Groteske bringt, wie die alten auch. Solange Subventionen den Markt bestimmen, ist das kein Markt. Und da kann man machen, was man will. Und dann ist meiner Ansicht nach das total auf dem falschen Gleis. Wir sammeln mal ein bisschen, da war noch eine Wortmeldung in der Gegend und dann hier vorne. Hier. Mein Name ist Küpper, ich bin Moderator des Runden Umwelttisches hier in Essen. Ich habe eine Frage an Herrn Müller zunächst. Zu Anfang der Diskussion sprachen Sie über die Notwendigkeit von Gaskraftwerken wegen der volatilen Energieerzeugung der Erneuerbaren. Und beklagten, dass zum Beispiel ein Gaskraftwerk mit 62% Effizienz stillliegt. Frage an Sie, da Sie aus der Energiebranche kommen, den privaten Sektor vertreten, würden Sie es für sinnvoll halten oder unabwendbar, dass letztendlich der Staat diese Gaskraftwerke subventioniert oder betreibt? Kurze zweite Frage an Sie. Wir hören ja oft die Drohung von deutschen Industrieunternehmen, die energieintensiv sind, sie würden ins Ausland gehen wegen der hohen Energiepreise hier in Deutschland. Ist das ein ernstzunehmendes Argument im Vergleich zu EU-Ländern? Sind wir zu teuer? Jetzt noch der Herr zwei Reihen hinter Ihnen und Sie kommen dann danach. Ja, Wolfgang Schlaßburg von Kümmerlein, Herr Rechtsanwaltskanzlei. Ich habe ganz generell eine Bemerkung und zwar, ich glaube, bei der Regulierung, also was der Staat an Regie mittlerweile übernommen hat, muss die Energiewende gemanagt werden, um die Integration der Erneuerbaren zum Netz überhaupt hinzubekommen. Ich glaube, Herr Trittin, Sie spielen mit einem Pfand, und das tun andere auch.
wenn die Akzeptanz für die Energiewende verloren geht, dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht und wir nähern uns dem. Das heißt, dann wird, das behaupte ich heute mal, aus sozialverträglichen Gründen, nämlich um auch für den Durchschnittsbürger die Energieversorgung sozialverträglich zu halten, der Energiewende gestreckt. Und ich glaube, das ist parteiübergreifend, dass wir uns auf diese Lösung mehr und mehr vorbereiten müssen, weil Ihre redlichen Ansätze, Probleme zu erkennen und Denkansätze zu haben, sie damit zu lösen, die haben mich nicht überzeugt. Herr Müller wollte zuerst. Also zunächst einmal zu der Frage, ob man gewisse Kraftwerke, die hier für die Netzstabilisierung, für die Reservehaltung und so notwendig sind, subventionieren sollte, die Frage hat sich längst erübrigt. Weil in aller Regel werden sie heute subventioniert und kriegen also öffentliche Beihilfen dafür, dass sie in Reserve gehalten werden. Sonst wären sie schon definitiv abgemeldet worden. Also das liegt leider schon hinter uns. Gaskraftwerke, was war das andere? Subventionen, nicht marktkonform, das ist richtig und falsch. Also vieles auch in der Energiewirtschaft ist erst durch Mittel des Staates möglich geworden. Man mag jetzt zur Atomenergie stehen, wie man will, aber es war Anfang der 50er Jahre eine Energie, die eine breite Euphorie ausgelöst hat, in die die Wirtschaft aber nicht investieren wollte. Insofern sind, ich weiß es nicht, zweistellige Milliardenbeträge in die Förderung der Atomenergie geflossen. Und irgendwann hat sich das im Kraftwerksbau dann von alleine gerechnet. Subventionen können auch anders begründet sein. Man hat die deutsche Kohlepolitik lange Zeit auch betrieben, unter dem Aspekt, nicht nur vom Weltmarkt abhängig zu sein. So, in einer Welt, die immer mehr arbeitsteilig wird und die grundsätzlich handelspolitisch friedlicher geworden ist, ist das Argument nicht mehr so wichtig. Also hat man sich von diesen Subventionen dann irgendwann verabschiedet. Und wir wären nie und nimmer in die sagen wir, breite Nutzung der Windenergie oder der Photovoltaik gekommen, wenn es nicht am Anfang eine kräftige Anreizregulierung gegeben hätte. Jetzt, wie gesagt, ist das ganze System irgendwo ein Stück in Unordnung gekommen. Und da bin ich auch vollkommen bei Ihnen. Wenn es die Akzeptanz verliert, dann ist der Erste, der davon Abstand nimmt, der Politiker, der wiedergewählt wird. Und deswegen sehe ich durchaus eine Gefahr für das System. Und es wird noch genügend, wie soll ich mal sagen, Gehirnschmalz erfordern. Denn ein Punkt, der Herr Trittin sagte, ist ja beispielsweise, es ist sachlich so, je höher ich wieder den Strompreis treibe, der im Markt gilt, umso billiger wird der Haushaltsstrompreis. Das muss man dann auch erstmal wieder. Aber man wird was machen müssen, weil ich sagte vorher, 50 Milliarden EEG-Umlage, mal geteilt durch von mir aus 40.000 Haushalte. Das sind ja pro Haushalt nachher dann schon über 1.000 Euro. Ich glaube nicht, dass das dann, sagen wir mal, bildzeitungsmäßig gängig ist. So, also deswegen, wer die Energiewende wirklich retten will, muss da ansetzen. So, und was war das Letzte? Schreiben kann ich ohne Brille, aber lesen nicht mehr, was ich aufgeschrieben habe. Ja, hohe Preise und Ausland. Ich will mal noch einen anderen Aspekt in die Debatte werfen, hätte ich vorher schon gekonnt. Grundsätzlich halte ich ja da vieles auch für ein bisschen übertrieben und Klagen gehört zum Handwerk und ich meine, wenn Ausnahmen da sind, will man die als Branche auch verteidigen. Nur ich glaube, wir stehen da vor ganz grundsätzlichen Problemen, weil man wird sich daran gewöhnen müssen, ich sage es mal sehr platt, dass Erdgas in Amerika in den nächsten 30, 40, 50 Jahren verschenkt wird. Das ist für gasintensive Industrien ein enormer Wettbewerbsnachteil in Europa. Darauf gibt es nur zwei Antworten. Also entweder werden europäische Gaslieferanten ihre Preise deutlich senken oder es werden Investitionsstandorte nach Amerika verlagert. Ich fürchte, dass energieintensive Zweige wie die Chemie dieses sehr ernsthaft erörtern. So, und dann kommt hinzu, dass ein Land wie China
noch weitaus größere Schiefergas- und Schieferölvorkommen hat als Amerika, nur im Moment technisch noch nicht in der Lage ist, diese zu nutzen. Aber wenn das in den nächsten Jahrzehnten kommt, dann ist die Tendenz, ohnehin dort zu produzieren, wo die Weltnachfrage ist, noch mal ein Stück größer. So, und auf diese globale Wettbewerbssituation der europäischen Industrie betrachtet und der deutschen Industrie betrachtet, wäre ich immer vorsichtig, ob nicht zum Schluss doch irgendwie einer aus der Mischung von Energiepreis und wo sind die Absatzmärkte und wohin wandert das Know-how, zum Schluss Konsequenzen zieht, die hier in Deutschland außerordentlich unerwünscht sind. Was gibt es denn da zu lächeln, Herr Trittin? Nein, Widerspruch, es war ein zustimmendes Lächeln. Ja, ich merke, weil Sie lächeln immer, wenn ich mal ausnahmsweise recht habe. In den meisten Fällen haben Sie recht. Ich will das mal ergänzen durch ein Beispiel. Ich war neulich in einem, also was sich da abspielt in meinen Augen. Ich war neulich bei einem energieintensiven Betrieb, der verbraucht in seinem einen Werk in Burghausen fast 1% des deutschen Stroms. Die haben ein ähnliches Werk jetzt eingerichtet in Tennessee. Nicht um das in Burghausen zu verlagern, sondern aus einer Mischung Marktgründe, Preisen und Ähnlichem da. Haben in ihrem Produktionskostenanteil 25% dessen, was sie brauchen, um Silizium zu schmelzen, ist Strom. Da habe ich die mal nachgefragt, wie gestaltet sich denn diese Entwicklung bei den Preisen? Und da sehen Sie die Berechtigung, warum wir in Deutschland für diese Unternehmen die Befreiung von der EEG-Umlage und eine Begünstigung bei der Netzumlage eingeführt haben. Wir liegen in Deutschland jetzt bei 40 Euro die Megawattstunde oder 4 Cent die Kilowattstunde, die sie produzieren. In Tennessee liegen sie bei 3. Der Unterschied zwischen 4 und 3 ist darin begründet, dass der Staat Tennessee für eine Industrieansiedlung für 10 Jahre diesen Preis garantiert. Also da sind wir wieder beim Thema Subventionen an dieser Stelle. Jetzt mal unterstellt, der würde nicht durch Subventionen, sondern wäre der Unterschied. Für 1 Cent auch in dieser Größenordnung würde dieses Unternehmen nicht die Produktion zu verlagern. Aber selbstverständlich ist dieses bei der Auswahl von Standortfaktoren für neue Werke und für Kapazitätserweiterung von zentraler Bedeutung. Und deswegen ist diese Frage keine Frage, die nur Propaganda ist. Und deswegen habe ich gesagt, man muss das an der Stelle realistisch sehen. Niemand wird das Werk von BASF in Ludwigshafen zumachen und in die USA verlegen, nur weil das Gas da billiger ist. Aber ich glaube, wir müssen uns über bestimmte Entwicklungen bei uns Gedanken machen. Und da muss ich als erstes mal feststellen, das ist ja völlig paradox. Während aufgrund des zusätzlichen Angebotes von Schiefergas an den USA global die Gaspreise sinken, sind sie in Europa in den letzten 3 Jahren gestiegen. Und zwar in Europa, nicht nur in Deutschland. Dies hat damit zu tun, dass diejenigen, die Gas nach Europa liefern, nach wie vor unter vertraglichen Bedingungen liefern, wonach das Gas an den Ölpreis gekoppelt ist. Das hatte mal einen Sinn wegen Exploration, führt aber zu der aus Sicht der deutschen Industrie paradoxen Situation, dass weltweit der Gaspreis sinkt, in Europa der Gaspreis aber steigt, weil weiterhin der Ölpreis am Steigen ist. Und das, was ich denjenigen, die mit diesem Problem konfrontiert sind, jetzt in den Verbänden übel nehme, ist nicht, dass da nicht ein ernstes Problem hintersteckt, insbesondere für die Chemieindustrie. Das ist gar nicht, beim Gas ist das eher Prozesswärme und solche Fragen, ist nicht unbedingt allein die Strompreisfrage, sondern dass sie dieses nutzen, anstatt sich dem Problem in Europa zu widmen, nämlich wie bekomme ich eigentlich
einen Zugang zum Weltgasmarkt, also wie kriege ich freien Handel auch beim Gas, an dieser Stelle sich darauf kaprizieren, das Gas zu nehmen, um gegen die Erneuerbaren zu wettern, obwohl die Erneuerbaren zum Beispiel bei den Chemieprozessen, um die wir hier reden, eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Das ist eigentlich das, wo ich glaube, hier wird mit falschen Karten gespielt. Was wir sehr schnell erreichen könnten, übrigens für viele auch Mieterinnen und Mieter von entscheidender Bedeutung, wir könnten, wenn es endlich gelingen würde, die Ankoppelung und die an den Ölpreis, bedingt durch die Monopolsituation auf dem europäischen Gasmarkt, und beide deutsche Gasanbieter sind, ich glaube, engstens verflochten, wenn nicht beteiligt an Gazprom, um es mal so klar zu sagen. Wenn wir das nicht gelingt zu durchbrechen, dann wird dieser Druck auf solche Unternehmen ein Stück anhalten. Das ist nicht nur eine Propagandageschichte, wo Sie vorhin gesagt haben, das muss ich sagen, als Wirtschaftsminister, hier droht die Deindustrialisierung. Und hier gibt es Unternehmensentscheidungen in diesem Bereich, die können durchaus eine solche Rolle spielen. Darf ich mal noch eben eine kurze, wahre, aber scherzhafte Anmerkung machen? Sie haben gesagt, niemand würde die BASF zwingen, ihr weltgrößtes Werk in Ludwigshafen aufzugeben. Es gab vor wenigen Monaten einen Plan der Landesregierung Rheinland-Pfalz, dass in Rheinland-Pfalz in absehbarer Zeit keine fossilen Kraftwerke mehr betrieben werden dürfen. Man hat dann allerdings den Plan wieder einkassiert, nachdem der Vorstandsvorsitzende der BASF darauf hingewiesen hat, dass er die zwei größten fossilen Kraftwerke in Rheinland-Pfalz betreibe. Also insofern haben Sie recht. Gut, wir hatten noch mehrere Fragen. Sie und dann Sie dahinter und da links der Herr. Ich hätte noch eine weitere Verständnisfrage, also auch in eine argumentative. Der Strompreis an der Börse sinkt. Der Emissionshandel ist praktisch ja, mit 3 Euro am Boden. Die EEG-Umlage beträgt vielleicht einige Cent. Der Bürger zahlt mehr Strom. Das ist ja vorher schon mehrfach erklärt worden teilweise. Trotzdem ist das dieses Paradoxon, dass ich einerseits den billigen Strom einkaufe, dass ich kaum noch für CO2 etwas bezahlen muss. Und dass ich als Bürger mehr Strom bezahle, das geht den allermeisten einfach nicht in den Kopf. Und ist das eine rein politische Frage? Hängt das jetzt damit zusammen, dass wir Wahlkampf haben, dass Frau Merkel in Brüssel die Diskussion darüber unterbindet? Und wie weit ist es möglich, dass es darüber einen Konsens der entscheidenden Gremien gibt? Vielleicht auch von Opposition und Regierung, ganz gleich, wer jetzt das Rennen machen wird. Das wäre eine Kernfrage, also noch einmal, wohin geht der Strompreis für den Bürger? Also, Moment, ich wollte mich sammeln. Der Herr? Ja, der Herr, der Herr. Herr Mese, soweit ich weiß, hat seinerzeit Rot-Grün beschlossen, dass Nachtstromspeicherheizungen ab 2019, glaube ich, verboten sein sollen. Jetzt hat die derzeitige Regierung diesen Beschluss zurückgenommen. Soweit ich weiß, hat Rot-Grün, ich glaube, im Bundesrat dem nicht zugestimmt. Da würde ich mal gerne wissen, warum Sie da nicht mit zugestimmt haben. Weil ich verstehe eines nicht, das Auto der Zukunft wird durch Strom angetrieben, das ist also was Gutes, und Heizung mit Strom, das ist was Böses. Das verstehe ich nicht. Dieses Verbot hat natürlich zunächst mal bewirkt, dass in die Forschung nicht weiter reingegangen ist. Die Speicherung ist nach wie vor problematisch, aber eine Industrie, die weiß, ab 2019 dürfen sie nicht mehr verkaufen, investiert natürlich nicht in eine Verbesserung der Speicherkapazitäten. Aus meiner Sicht ist Nachtstrom eine saubere Heizung und ich verstehe das Verbot nicht. Ist ja wieder aufgehoben. Und Sie bitte. Ja, guten Abend, ich heiße Stefan Hötze und leite hier den Arbeitskreis Energie bei den Grünen. Ich hätte ein paar Anmerkungen.
Ich denke mal, das EEG ist aus meiner Sicht das richtige Instrument, um die Markteinführung der erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Und das hat auch in Deutschland gut geklappt bisher. Das EEG muss aber angepasst werden an einen jetzt gemischten Strommarkt zwischen regenerativen und fossilen Energien für den weiteren und zwar dann richtigen Ausbau der regenerativen Energien. Wir brauchen klare Ausnahmeregelungen für die Befreiung von der EEG-Umlage. Wer und wer nicht, auch in Abhängigkeit davon, wie wichtig diese Industrie hier in Deutschland ist. Zum Fracking. Ich denke mal, in 10 Jahren wird sich da in den USA auch etwas getan haben und dann ist der Hype beendet. Die Änderung des Kraftwerksparkes wird zukünftig, und das denke ich, vor allen Dingen durch kleine und flexible Einheiten erfolgen. Irgendwo in der großen Klasse bis 400 Megawatt. Und ich denke, dass hier vor allen Dingen die Stadtwerke eine Chance haben, als Betreiber von solchen Gasturbinenkraftwerken in Erscheinung zu treten. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir hier in Deutschland ein schlüssiges Konzept bekommen für das zukünftige EEG und dass wir hier ein schlüssiges Konzept bekommen, wie wir uns überhaupt diesen Energieumbau, das System des Energieumbaus vorstellen. Das muss wirklich klar geregelt sein und durchdacht sein, nicht dass die vielen Pleiten passieren, die in den letzten Jahren passiert sind. Und genauso auf EU-Ebene. Die Finanzierung von Strom aus Gasturbinenkraftwerken, dafür sollte man das Modell der Kapazitätsmärkte nutzen und nicht über Merit Order gehen. Merit Order ist der falsche Weg, das sind viel zu hohe Preise. Und wir sehen, dass Gasturbinenkraftwerke auch heute mit wesentlich weniger als 8000 Stunden laufen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass zukünftige Gasturbinenkraftwerke vielleicht mit 2000 Stunden im Jahr laufen, was aber auch den Charme hat, dass wir dadurch gewaltige Mengen an Erdgas einspeisen. Und wie gesagt, das in einem guten technischen Zusammenspiel zu regenerativen Energien. Danke. Das war eine ganze Menge. Wollen Sie anfangen, Herr Müller? Ja, zunächst einmal zur letzten Wortmeldung kann ich nur sagen, Respekt. Ihr Arbeitskreis scheint mit hohem Sachverstand viele Lösungen zu skizzieren, wie sie eigentlich kommen müssen. Aber dann steckt eben der Teufel im Detail. Also ich würde erst mal sagen, 400 Megawatt wäre für mich kein Kleinkraftwerk. Das ist für mich immer noch ein ziemlich großes Großkraftwerk. Aber das mal nur am Rande. Wir müssen eine Lösung dafür finden, dass jemand, wenn es denn nicht der Staat sein soll, bereit ist, ein Gaskraftwerk zu bauen, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht gar nicht benutzt wird oder nur 1000 Stunden benutzt wird oder vielleicht maximal 2000. Ich glaube, das wird so die Benutzungsstundenzahl sein, die nachher rauskommt. So, und da stehen wir dann wieder vor der Frage, weil das Gaskraftwerk im Bau kostet ja immer gleich viel und es muss amortisiert werden. So, und ich habe den Eindruck, das macht heute kein privater Investor mehr in Deutschland. So, ich könnte jetzt lange ausholen und sagen, das liegt natürlich, bitte nicht. Wegen der Zeit. Ja, ich werde nicht bezahlt, ich kann lange reden. Gut, das war jetzt nicht so höflich, nehme ich mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Nee, Frau. Nein, aber wissen Sie, wenn Sie einmal in Deutschland das System der Verantwortung in einem Gebiet abgeschafft haben und durch nichts ersetzt haben, wer trägt denn in Deutschland eigentlich die Verantwortung für die Versorgungssicherheit? Dann ist alles möglich, auch jeder Unsinn. Es ist erlaubt, daran zu verdienen, dass Kraftwerke nicht gebaut werden. Das war früher verboten. So, dann habe ich mir noch was anderes aufgeschrieben. Ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden, wenn es eine Frage war. Ich glaube, diese paradoxe Mechanik im Strompreis, dass wir als Bürger umso mehr zahlen, je mehr der Großhandelspreis sinkt, die ist völlig unbestritten. Das Problem ist, ja, die Regierung wird es ändern müssen, weil wenn sie es nicht ändern, dann laufen wir in die Falle rein, die ja vorher schon skizziert wurde, dann verliert das, was wir wieder über Jahrzehnte gedacht ja brauchen,
die völlige Hinwendung zu einer regenerativen Energieversorgung, dass er leider dermaßen Schiffbruch, weil Bild, Bams und Glotze, um meinen alten Chef zu zitieren, das nicht mehr mitmachen. Ja, nun jetzt, ich weiß nicht, was Frau Merkel da in Brüssel gesagt hat, aber ich würde vor der Wahl jetzt auch nicht mit irgendwelchen Dingen rauskommen. Es ist ja auch hier nur sehr zaghaft, weil natürlich wird man über die Einspeisevorrang bis sonst wohin wettbewerbliche Elemente etliches einführen müssen, was den jetzigen System und den Profiteuren dieser Systeme nicht schmeckt. Also das wird schon kommen. Nur wichtig ist ja erstmal, dass die Mechanik an für sich kapiert wird. Weil zu der Mechanik gehört dann eben auch, was ich vorher schon sagte, macht den Strom im Großhandel teurer, dann sinkt der Strompreis für die Bürger oder so. Man muss vielleicht eines immer sagen, weil wir betrachten ja ein Segment. Betrachten, sozusagen, wenn man die Energiepolitik insgesamt betrachtet, haben wir heute Abend vor allen Dingen über Strom geredet. Und über Strom haben wir im Wesentlichen über den Teil Erneuerbare geredet. Aber selbst wenn ich nur das Segment betrachte, sind ja die Gesamtsystemkosten nicht groß geändert geworden. Es ist in dem System eine andere Verteilung drin. Man kann das sich an einem Beispiel oder einer Zahl deutlich machen. Wenn man den gesamten Industriestrom in Deutschland nimmt, ist ungefähr 50% des Industriestroms von der EEG-Umlage befreit. Wenn Sie das übersetzen in die Zahl von Unternehmen, dann sind das 4% der Unternehmen. So. Was heißt das jetzt in dieser Mechanik, die Werner Müller ja sozusagen umgekehrt beschrieben? Das heißt, es gibt natürlich Profiteure dieser Entwicklung, die von den gesunkenen, und zwar deutlich gesunkenen Börsenpreisen profitieren, weil die sinken ja auch nicht erst seit heute, die sinken seit 3 Jahren. Das Argument, ich kaufe nicht auf dem Spotmarkt ein, ist natürlich nicht über 3 Jahre zutreffend, sondern da mache ich entsprechende Verträge und auch diese Preise sind insgesamt nach unten gegangen. Und deswegen müssen wir dieses ein Stück neu ausbalancieren. Darum geht es im Kern, wenn die Akzeptanz nicht zerstört werden soll. Ich will dann aber noch mal was zu diesen Kapazitätsmärkten sagen und zu dem Widersinn, den wir jetzt haben. Wir hatten in Deutschland die Situation, dass Betreiber von Kohlekraftwerken gesagt haben, die sind so uralt, die möchten wir vom Netz nehmen. Da ist die Bundesregierung übrigens nicht eine grüne oder eine rote, sondern eine mit einem liberalen Wirtschaftsminister hingegangen und hat gesagt, also wenn ihr jetzt dem berühmten Ökonomen Schumpeter folgen wollt und das Ding vom Markt nehmen, das lassen wir nicht zu. Wir bezahlen euch dafür, dass ihr dieses unrentable Kraftwerk weiter am Netz haltet. Das ist sozusagen der Widersinn, auf den Werner Müller schon hingewiesen hat. Und der Gegenvorschlag lautet, ich zahle nicht für das Vorhalten einer nicht vorhandenen, einer Kapazität, die ich nicht brauche, also für die Nichtanwendung, sondern Kapazitätsmärkte leben von dem Gedanken, dass gesagt wird, ich zahle für die Bereitstellung der Kapazität. Diese schreibe ich aus. Diese schreibe ich so aus, dass zum Beispiel auch Menschen die, oder Unternehmen, die Lasten haben, also die große Stromverbraucher sind, dieses in einem solchen Angebot bringen können. Das halte ich insgesamt für kostengünstiger als die Nichtnutzung einer abgeschriebenen Kapazität zu bezahlen, das ist in der Regel teurer. Nur mal so eine Randbemerkung noch, wenn Sie Strom als Lebensmittel deklarieren, dann sinkt die EEG-Umlage auch schon um 5 Milliarden. Ne? Mehrwertsteuer. Wir hatten noch 2 Wortmeldungen, wenn ich es richtig sehe, Sie hier vorne und der Herr Radatin. Ja, mein Name ist Wolfgang Fröse, ich spreche hier für die Bürgergenossenschaft Energisch, heißt Energienetz Rhein-Ruhr, wir sind in der Gründung. Mein Stichwort ist die Vergabe der Konzession hier des Stromnetzes in Essen. Essen als Energiehauptstadt von RWE
Da braucht man nicht viel zu sagen. Also RWE wird es vermutlich doch wieder bekommen. Die Entscheidung kennt natürlich noch niemand, aber man kann es spüren. Kurz und gut, wir haben und versuchen es immer noch, irgendwie als Bürger, Genossenschaft uns in dieses mit hinein anschließen zu können, haben bei einigen Parteien des Rates durchaus Sympathie und Gehör gefunden, aber bei der SPD, CDU und FDP sind wir bisher voll aufgelaufen. Gut, ein großer Fehler von uns ist, sei eingestanden, wir sind erst im November letzten Jahres gestartet, konnten also gar nicht die Bedingungen erfüllen, um uns bei der Ausschreibung zu beteiligen, hätten das vielleicht vor 5 Jahren machen sollen. Nur dies als Zustandsbeschreibung und welche Möglichkeiten gäbe es künftig, das wäre vermutlich dann wieder erst in 15 Jahren oder in 18 Jahren, diese Bürgerbeteiligung an den örtlichen Stromnetzen etwas stärker zu forcieren. Es gibt Beispiele, Schönau im Schwarzwald, die Berliner Initiative, Hamburg, da gibt es etliche. Aber wie gesagt, wir sind etwas frustriert, dass wir bei den örtlichen Politikern eigentlich nicht recht Gehör finden, die darüber letztendlich entscheiden. Ja. Mein Name ist Pomp, ich komme von der Essener Aktion gegen Umweltzerstörung. Vor 50, 40 Jahren drohte uns schon die Deindustrialisierung, weil das Blei aus dem Benzin genommen wurde. Der Buhmann wurde ganz groß an die Wand gemalt. Es ging dann weiter bis zum heutigen Tage hinsichtlich der Alternativenergien. Wenn Sie sich überlegen, alleine Photovoltaik, ästhetisch nicht annehmbar, zu teuer, unökologisch, Blackout morgen früh. Und im Augenblick haben wir keine Netze, um das mal zusammenzufassen, was wir eben besprochen haben. Ich möchte ein Bild malen, das, und da vielleicht eine Antwort von Ihrer Seite beiderseits, stellen Sie sich vor, wir haben eine vollständige dezentrale Stromversorgung, und zwar nicht erst 2042, sondern 2020. Unter der Perspektive, dass jeder Haushalt alleine herstellen kann und tatsächlich die Speichermöglichkeiten erfunden und ausgebaut werden. Die Speichermöglichkeiten sind zum großen Teil ja schon dezentral da. Wenn Sie dann noch überlegen, dass 30% Spoiled Energy wegfällt, das heißt verdorbene Energie, die wir nicht gebrauchen, die völlig nutzlos ist, wie hier die offene stehende Tür, weil hier eine Klimaanlage funktioniert. Dazu 20-30% Energieeffizienzsteigerung beim Strom. Tja, ich würde vorschlagen, dass das nicht von der Politik, nicht von den Naturwissenschaftlern alleine, sondern auch nicht von den Wirtschaften, sondern es ist dringend geboten, wie es jetzt ja angestrebt wird, um das nicht zu lösende Problem der Radioaktivität aus dieser Welt zu bringen, ja eine große Organisation geschaffen wird, dass dieses Gleiche gilt jetzt für die Alternativenergien, Naturwissenschaftler, Politiker, Wirtschaftler und kundige Bürger an einen Tisch. Und die Politiker sind nur ein Teil, aber nicht der bestimmende Teil, sondern das Gesamtkonzeption muss letzten Endes sozusagen den Ausschlag geben, wie wir weiter verfahren. Dankeschön. So, wir hatten noch eine allerletzte Wortmeldung dort und dann schließen wir damit die Fragerunde. Mein Name ist Helmich. Wir haben heute die ganze Veranstaltung fast nur über die elektrische Energie gesprochen. Ein ganz wichtiges Feld ist natürlich auch die mobile Energie, Verkehr, das Thema Verkehr. In den letzten Tagen stand in der Zeitung, dass der Lkw-Verkehr voraussichtlich bis 2020, glaube ich, noch um das Doppelte
zunehmen soll. Wie stellen Sie sich vor, dieses Problem zu lösen? Und wenn man auch noch einen anderen Aspekt sieht, die Autos, die heute auf der Straße sind, werden immer größer und es wird immer mehr, immer weiter davon geredet, dass man energiesparend Auto fahren soll. Ist auch ein Widersinn. Was soll in Zukunft damit gemacht werden? Ich will mal einen Schluss. Herr Trittin. Also ich glaube, die Frage, wie man für mehr Energieeffizienz, für Verlagerung von Verkehren in den öffentlichen Nahverkehr, wie man zu anderen Umgang mit den privaten Autos kommt, dass zum Beispiel solche Modelle wie Drive Now oder ähnliche Dinge mittlerweile in großen Städten sich großer Popularität erfüllen, dass wir massiv investieren müssen, zum Beispiel in eine bessere Anbindung unserer Häfen, insbesondere des Hamburger Hafens, aber auch des neuen Jade-Weser-Ports an Schienennetz, dass man dafür über Schienen ausbauen muss und zusätzliche Gleise braucht. Ich weiß, dass das auch bei einigen Grünen gelegentlich umstritten ist an der Stelle. Das sind die einzigen Wege, um den Anstieg der Verkehre ein Stück zu begrenzen. Ich drücke das bewusst vorsichtig aus. Aber alles, was nicht in Hamburg oder in Oldenburg auf der Schiene ist, das ist im Ruhrgebiet und in Baden-Württemberg immer noch auf der Straße. Und deswegen muss man da etwas machen. Man braucht strengere Vorschriften für die Verbrauchsobergrenzen. Da finde ich es ziemlich hammerhart, dass die Bundeskanzlerin gerade einen mühsamen und aus meiner Sicht schwierigen Kompromiss oder aus umweltpolitischer Sicht schwierigen Kompromiss über die Verbrauchsobergrenzen nochmal wieder aufgemacht und blockiert hat. Aber das wäre vielleicht eine ganze Veranstaltung heute zusätzlich wert. Ich will zu der Frage, wie wir mit Blick auf die Zukunft versuchen müssen, unsere Energielandschaft zu gestalten, vor einem Missverständnis warnen. Ich glaube, dass wir auch im Strombereich noch sehr viel einsparen können. Ich war heute bei einem Dortmunder Pumpenhersteller, der hat mir vorgerechnet, dass 95% der Pumpen in der deutschen Gebäudetechnik und in der Industrie heute nicht dem Stand der Technik entsprechen, wenn alle seine Pumpen hätten mit der Energieeffizienz. Ja, er hatte gute Argumente dafür. Dann könnte man die 17 Terawattstunden Strom pro Jahr, die zurzeit in Pumpen verbraucht werden, um 14 oder um 12 Terawattstunden reduzieren. Das wäre ungefähr die Leistung von 4 großen Kraftwerken. Das alles mal unterstellt an Optimierung. Auch unterstellt an Optimierung in dem Bereich weiterer Effizienzsteigerung. So sollten wir uns eine Fahrlässigkeit nicht erlauben. Man kann nicht 100% erneuerbare Energien ausschließlich mit sogenannten dezentralen Strukturen haben. Da lügen wir uns was in die Tasche. Die Photovoltaikanlagen, die Sie für eine 100% Ausstattung brauchen, die Windenergieanlagen, die Windparks, die Sie dafür brauchen, die kann ich beim besten Willen, egal wie großherzig ich den Begriff dezentral definiere, nicht unter dem Begriff dezentral fassen. Und es kommt ein zweites hinzu. Je dezentraler wir Produktion und Erzeugung haben und je größer der Anteil erneuerbarer Energien ist, umso ein leistungsfähigeres und intelligenteres Netz brauchen wir und ich füge hinzu, ein größeres Netz brauchen wir. Und diese beiden Dinge zusammenzudenken, ist keine Absage an Erneuerbare, ist keine Absage daran, dass die wesentliche kulturelle Revolution bei dem Ausbau erneuerbarer Energien die Ermächtigung, würde unser Bundespräsident sagen, der Bürgerinnen und Bürger in Bürgergenossenschaften, in Produktionsgenossenschaften und Ähnlichem ist,
sondern ist ein Bestandteil desselben. Und die Frage nach den Genossenschaften, die bringt mich natürlich jetzt in eine schwere Verlegenheit. Weil in Berlin gibt es eine Genossenschaft, die hat sich rechtzeitig beworben. Ich war ziemlich früh Mitglied und jetzt habe ich aber eine Gemeinsamkeit mit erwähntem Peter Altmaier, der ist nämlich in der Genossenschaft inzwischen auch mein Genosse. Aber ich habe mir überlegt, wenn er nach mir eintritt, kann ich wegen ihm nicht wieder austreten. Also nehmt es bitte nicht als einen Versuch eines schwarz-grünen Koalitionsangebotes, sondern einfach, dass er offensichtlich durch den öffentlichen Druck an dieser Stelle gezwungen gewesen ist. Es war in der Fernsehsendung von einer Vertreterin dieser Genossenschaft darauf angesprochen, dass diese Idee sich popularisiert. Ja, ich bin, wenn es etwas gibt, was das Neue, auch das kulturell Neue der Energiewende ausmacht, dann ist das, dass ein Teil der Energieerzeugung wieder in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zurückgekommen ist. Und das ist in meinen Augen vielleicht der wertvollste Schatz, den diese Energiewende mit auf den Weg gebracht hat. Ja, was soll ich zu so einem Schlusswort sagen? Also ich meine, ich hätte jetzt noch etwas kleinkariert gesagt, dass Sie völlig recht haben. Also unter der Voraussetzung, dass wir immer größere Wärmedämmung haben, denkbarerweise auch Stromspeicherkapazität, nicht nur Wärmespeicherkapazität, stellt sich auf sich das Thema der Elektrowärme im Haushaltsbereich für mich wieder neu. Aber wie gesagt, das war jetzt viel zu kleinkariert. Nein, ich hatte gesagt, lass ihn mal machen, er findet schon schöne Worte, dann kann ich ihm hinterher sagen, war nett mit Ihnen, Herr Trittin. Also so wie früher und ich wünsche Ihnen viel Glück. Also mich würde es freuen, wenn ich Sie dann mal wieder öfters im Fernsehen sehe. Wahrscheinlich nicht Energieminister sein werden, dann vielleicht noch zu größeren Berufen irgendwann, werden wir sehen, wie eine wie auch immer gestaltete neue Koalition, eine Regierung die Energiewende umsetzt. Ihnen ganz herzlichen Dank für die rege Beteiligung an der Diskussion. Ich danke Herrn Müller ausdrücklich für seine Einwände und kritischen und auch freundlichen Bemerkungen. Und wer dankt Ihnen? Wir. Wir. Danke. Wie ich gehört habe, gibt es auch noch etwas zu trinken, was man sicher gut gebrauchen kann, jetzt bei den Temperaturen hier draußen. Dann bitte ich Sie, sich zu bedienen. Dankeschön. Danke.